Hallo und herzlich willkommen bei Training hilft. Ich bin Nils und in dieser Folge geht es um den akuten Durchfall bei Hunden und was man dagegen tun kann. Bleibt dran! Durchfall, also wenn der Kot nicht geformt ist, kann bei Hunden ganz verschiedene Ursachen haben. Beispielsweise falsche Fütterung, Futterunverträglichkeit oder Bakterien oder Viren im Darm. Dabei werden dann Giftstoffe freigesetzt. Befall von Parasiten oder Stress, Reaktion auf Medikamente oder die Aufnahme von Giftstoffen. Doch was tun bei Durchfall? Als erstes sollte man den Hund einen Tag lang nicht weiterfüttern, sondern auf Null-Diät setzen. Andernfalls kann der Darm nicht zur Ruhe kommen und die Bakterien oder Viren können mit der Nahrung in die Blutbahn gelangen und den Hund weiter krank machen oder sogar Allergien auslösen. Flüssigkeit muss und sollte der Hund aber natürlich weiter zu sich nehmen dürfen. Insbesondere die maroische Karottensuppe bietet sich bei akutem Durchfall an. Diese Suppe wurde um 1900 von Professor Ernst Moreau eingesetzt. Er konnte damit die Kindersterblichkeit, die damals aufgrund von Durchfallerkrankungen sehr hoch war, erheblich senken. Die maroische Karottensuppe wirkt so hervorragend gegen Bakterien, dass sie eine echte Alternative zur Behandlung mit Antibiotika darstellt, jedoch ohne deren Nebenwirkungen. Die Wirkungsweise beruht darauf, dass durch das lange Kochen von Karotten Zuckermoleküle, sogenannte Oligosaccharide, entstehen. Und weil diese von der Beschaffenheit so ähnlich sind wie die Rezeptoren der Darmschleimhaut, siedeln sich nun die Bakterien an diesen Zuckermolekülen an, statt an der Darmschleimhaut, und werden dann regelrecht aus dem Körper herausgespült. Und weil diese Suppe so wirkungsvoll ist und eine echte Geheimwaffe gegen durch Bakterien verursachten Durchfall ist, wollen wir die heute mal gemeinsam kochen. Okay! Wir treffen uns in der Küche. Die maroische Karottensuppe. Ein Wundermittel also gegen Durchfall. Und gesund ist sie auch. Aber nicht alles, was gesund ist, muss auch schmecken. Die Hälfte unserer Hunde nimmt diese Suppe nicht sonderlich gern. Ich werde daher, damit das Ganze etwas schmackhafter wird, ca. 300 Gramm Hähnchenbrustfilet zuführen. Das wird die Wirkung der Suppe nicht groß beeinträchtigen, aber dafür sorgen, dass die Hunde eine ausreichende Menge davon verspeisen. Das Fleisch werden wir zuerst waschen und dann in kleine Stücke schneiden. Okay, bis gleich. So, fertig. Sieht ein wenig aus wie geschnetzeltes, ist aber preislich günstiger, weil ich es selber geschnippelt habe. Jetzt wird das Fleisch gekocht, auch wegen möglicher Salmonellen. Ich habe hier einen Topf mit 2,5 Liter Wasser. Da kommen jetzt noch 1 bis 2 Teelöffel Rinderbrühe hinein. Diese liefert die Mineralstoffe und Salze, die durch den Durchfall eventuell verloren gegangen sind. Und macht das Ganze noch ein bisschen schmackhafter. Nein. So, jetzt auf höchster Stufe zum Kochen bringen und dann auf mittlerer Stufe circa eine Stunde weiter köcheln lassen. Das Fleisch selber habe ich heute, wir haben Sonnabend, kurz vor Feierabend gekauft, denn dann ist es nämlich runtergesetzt. Ich habe hier 30% gespart und das ist ja auch schon gar nicht mal so verkehrt. So, und während das Fleisch so vor sich hin köchelt, schäle ich schon mal 1 Kilogramm Karotten. Schon wieder fertig. Das ist eben das Gute einer Videobearbeitung. Die Arbeiten in der Küche gehen damit immer ratzfatz. Damit sich beim Kochen nachher möglichst viele Zuckermoleküle bilden, schneide ich die Karotten möglichst klein. Ja, sorry, aber ich bin kein 5-Sterne-Koch. Bei mir dauert das schon ein bisschen länger. Also bis gleich. Hi, da seid ihr wieder. Im nächsten Schritt müssen die zerkleinerten Karotten kochen, bzw. köcheln, für ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Ich habe dafür einen Topf mit 2,5 bis 3 Liter Wasser gefüllt. Der Topf ist etwas größer gewählt, weil nachher noch das Hähnchenfleisch mit dieser Flüssigkeit hinzugefügt wird. Okay, dann bis nachher. Hey, unsere maroische Karottensuppe ist jetzt schon fast fertig. Die Karotten werden noch püriert und danach kommt das Hähnchenfleisch dazu. Das Hähnchenfleisch wird vorab auch noch püriert. So ist es leichter verdaulich bei Durchfall. So, jetzt noch zusammengießen. Fertig.
Lecker! Die Suppe kann man in vielen kleinen Portionen über den ganzen Tag verteilt verfüttern. Für beispielsweise einen 15 Kilogramm schweren Hund gebe ich so 6 bis 8 Mal am Tag jeweils einen kleinen Becher. Natürlich, wenn die Suppe vollständig abgekühlt ist. Von der maroschen Karottensuppe habe ich auch immer einige Behälter davon in der Gefriertruhe, um ständig gerüstet zu sein. Wenn der Durchfall besser geworden ist, kann mit der Schonkost begonnen werden. Ich mische dafür gekochten weißen Reis mit ebenfalls gekochtem Hühnchenfleisch. Außerdem kommen noch 2 bis 4 Teelöffel Heilmur für Hunde hinzu. Das Zeug sieht zwar aus wie Kinderkacker, hilft aber gut. Aber auch die maroische Karottensuppe hat ihre Grenzen. Falls der Durchfall beispielsweise schwarz ist oder blutig oder der Hund erbricht oder er wirkt apathisch oder der Durchfall hält länger als 1 bis 2 Tage an, ja, dann ab zum Tierarzt. Starker, wiederkehrender Durchfall, oft dünnbreich bis wässrig, manchmal leicht blutig oder schleimig, kann auch durch Gardien verursacht werden. Gardien sind einzellige Dünndarmparasiten und die befallenen Tiere sind hoch ansteckend. Das Verhalten des Hundes kann dabei völlig normal erscheinen. Wie man Gardienbefall erkennt und was man dagegen tun kann, das erfahrt ihr im nächsten Video.